Also das Tierheim gibt es jetzt ungefähr seit 50 Jahren circa. Es gab schon einen anderen Standort. Es war ursprünglich ein kleines Tierheim in der Iserlohner Kalle. Ja. Das, dadurch, dass dort immer mehr gebaut worden ist, wurde 1974 umgezogen, hier an diesem Standort in der Iserlohner Heide. Wir beherbergen circa 200 Tiere meistens. Mhm. Es dreht sich eigentlich immer um denselben Bestand. Wir haben circa 40 Hunde, zwischen 60 und 80 Katzen und circa 100 Kleintiere. Ohne eine Taubenvoliere, wir haben noch hinter dem Tierheim eine Taubenvoliere, wo wir so in Anführungsstrichen ausrangierte Stadttauben beherbergen. Mhm. Die gehören auch noch dazu. Und bei den Hunden, welche Rassen sind das so vornehmlich? Der Durchlauf, wenn man den so beschreibt, kann man eigentlich sagen, es kommt alles rein. Nur, ich sag mal, die Kleinen bis Knie hoch, nicht älter als 2-3 Jahre, die gehen natürlich sofort auch wieder raus. Die sitzen hier vielleicht 2-3 Wochen und sind dann vermittelt. Und alles, was größer ist, Schäferhund, Mischlinge, die über Knie sind, das dauert meistens etwas länger, auch wenn sie etwas älter sind. Oder sobald die Hunde ein Problem haben, dann sitzen sie meistens auch länger. Da gehen auch die Kleinen meistens besser als die Großen, weil wenn ein Kleiner beißt, ist das nicht so schwierig, als wenn ein Großer mal zupackt oder so. Ja. Und was sind so die Hauptgründe, weshalb die Hunde hier hinkommen? Werden die ausgesetzt oder werden die irgendwo rausgenommen, wo es ihnen nicht gut geht? Also wir haben einen größeren Anteil an Fundtieren als Abgabetiere. Das liegt aber auch darin begründet, dass wir viele Abgabetiere auch ablehnen müssen. Wir haben jeden Tag Anfragen, können Sie hier, können Sie da, können Sie dort? Also da müssen wir schon aussortieren. Bei den Abgabehunden, die wir aufnehmen, ist eigentlich der meiste Grund mangelndes Interesse. Das geben die wenigsten Leute zwar zu, aber in diesen Gesprächen, die man führt, kristallisiert sich das eigentlich meistens heraus, dass es jetzt nicht die Allergie ist oder der Hund kommt in der Pubertät. Meistens, viele Hunde sind so circa 1,5 bis 2 Jahre, gerade die Rüden, die wir aufnehmen, weil dann wird es schwierig, dann kommt die Erziehung, die ersten Macken treten auf und dann werden die Hunde oft abgeschoben. Sind dann sicher auch viele Tiere dabei, die dann zu Weihnachten dann unterm Weihnachtsbaum waren und ja, ein bisschen unbedacht. Wobei wir das nie oder selten nachvollziehen können, weil wir haben zwar öfter die Vermutung, gerade bei Kleintieren ist es oft so, aber es gibt natürlich niemanden zu, der hier ein Tier abgibt, von wegen, ja, das habe ich meiner Tochter zu Weihnachten geschenkt und jetzt haben wir kein Interesse mehr. Also die meisten schieben irgendwas vor. Also und erst im Gespräch kann man dann so zwischen den Zeilen hören, der eigentliche Grund scheint woanders zu liegen. Ja, wenn ich jetzt so einen Hund haben möchte, was muss ich da für Voraussetzungen erfüllen? Was muss ich da machen? Also Sie führen erstmal ein Gespräch mit einem unserer Mitarbeiter. Die werden oder beraten die Leute eigentlich schon gehen, passt das Tier überhaupt zu mir oder ist das völlig unmöglich? Und wenn das abgeklärt ist, dann gehen Sie so circa 2-3 Mal mit den Hunden spazieren, nehmen ihn dann mal über den Tag mit nach Hause, ob das da auch alles klappt und vor allen Dingen, ob auch der Funke wirklich überspringt und der Vierfamilienrat soll tagen, so ob das auch alles passt, dass das der Hund sein soll. Dann machen wir eine Vorkontrolle, gucken uns das zukünftige Zuhause an. Genau. Und wenn das alles passt, nehmen Sie den Hund meistens so circa 2-3 Wochen erstmal mit nach Hause, um zu gucken, passt das wirklich alles? Und dann so nach circa 2-3 Wochen wird eigentlich der endgültige Vertrag gemacht und auch die Zahlung der Vermittlungsgebühren. Und was sind so die Kriterien bei dieser Kontrolle? Also eigentlich nur, ob der Hund seinen Bedürfnissen entsprechend untergebracht ist. Und man sieht natürlich auch, wer lebt noch im Haushalt. Oft taucht ja nicht die ganze Familie hier auf, sondern nur zwei Vater, Mutter oder Mutter und Tochter oder so. Und dann lernt man eigentlich schon die ganze Familie kennen. Und halt, klar, stimmen die Angaben, die vorher gemacht wurden, überein. Also es gab auch schon Leute, die gesagt haben, ja, wir haben eine Doppelhaushälfte und einen Garten und die wohnten aber im dritten Stock und haben sich dann vertan beim Ausfüllen des Bogens. Also es gab schon alles. Also von daher überprüfen wir das. Gibt es denn da auch Rückläufe, dass also die Leute irgendwann feststellen, ach, mit dem Hund komme ich doch nicht klar? Also unsere Quote ist eigentlich relativ gering.
dadurch, dass wir diese Probezeit auch machen. Dadurch, dass sich die Leute erstmal auch nachmittags den Hund mit nach Hause nehmen und da schon merken eigentlich, steht er sofort auf dem Küchentisch oder auf dem Wohnzimmertisch, das ist nichts für uns, oder passt das? Und dann in der Probezeit gibt es auch hier und da Rückläufer, dass er zum Beispiel nicht alleine bleibt oder so. Das ist aber, wenn nun mal jemand 5-6 Stunden arbeiten geht, dass er halt alleine bleiben muss, dann kommen die Hunde in der Probezeit zurück. Aber ich sag mal, die normale Rücklaufquote, die jetzt nach 3, 4, 5 Jahren zurückkommen, liegt also bei unter 5%. Also Sie vermitteln auch schon die meisten Tiere. Oder gibt es da jetzt auch bestimmte Rassen oder so, die total schwer zu vermitteln sind? Also die allermeisten Tiere finden meistens ein Zuhause, auch wenn es teilweise natürlich Jahre dauert. Es ist immer sehr bitter, wenn ein Tier hier bleibt und quasi hier stirbt, dann war quasi so die ganze Wartezeit umsonst. Aber das sind eigentlich wirklich nur die sehr schwierigen Hunde, die bei uns, sag ich mal, bleiben bis zum Ende. Also ich sag mal, unvermittelbare Steffs oder so, die wirklich dann hier 8, 9 Jahre gestanden haben. Wir hatten hier Hunde, die haben hier 10 Jahre gestanden. Sie haben auch einige Tiere dann aus dem Ausland. Wenn wir mal Hundeboxen frei haben, also Anfragen haben wir eigentlich jede Woche, ob wir Hunde ausnehmen aus dem Ausland. Meistens müssen wir absagen. Ich glaube, letztes Jahr, im Jahr 2011, haben wir knapp 50 Hunden helfen können. Die haben halt einen relativ schnellen Durchlauf, weil wir natürlich dann auch keinen alten Schäferhund aus dem Ausland übernehmen können, sondern halt wirklich junge Tiere. Meistens, wie gesagt, nicht älter als 2 Jahre, kniehoch, weil wir die halt sehr, sehr gut vermitteln können. Wir sehen uns halt als Bindeglied zwischen den Hunden im Süden, deren Alternative einfach nur der Tod wäre, und halt Familien, die halt einen jungen, unkomplizierten Familienhund suchen. Wir vertreten halt die Auffassung, solange hier noch Hunde gezüchtet werden und Hunde dort unten sterben müssen, das ist irgendwie nicht der richtige Weg. Also da muss erst denen geholfen werden, die da sind, und dann kann man sich eventuell an Züchter wenden. Stimmt. Der Kleintierbereich ist ja noch ein weiteres Spezialgebiet bei Ihnen im Tierheim. Können Sie da noch ein bisschen was zu erzählen? Ja, gerne. Wir geben uns immer sehr, sehr viel Mühe mit der Kleintiervermittlung. Die Kleintiere ist auch ein großes Problem hier im Tierheim, weil wir wirklich, von circa meistens 70 bis 80 Kaninchen sprechen, was wahnsinnig viel Personal bindet beim Saubermachen und so weiter. Wir versuchen ihnen schon einen einigermaßen großen Käfig, also wir kaufen die 1 Meter mal 1 Meter Käfige, und sie haben, wenn sie in den Räumen sind, täglich Freilauf, es wird immer gewechselt. Wir vermitteln nur paarweise. Wir versuchen nur in Gehegehaltung zu vermitteln, weil wir halt einfach nicht wollen, dass die Tiere vom Regen in die Traufe kommen. Meistens kommen sie aus irgendeinem Kinderzimmer und dann wurden sie aus mangelndem Interesse abgegeben. Und wie gesagt, wir wollen halt nicht, dass die Tiere dann wieder irgendwo in einem Kinderzimmer landen, wo sich dann später sowieso keiner mehr drum kümmert. Also prinzipiell bevorzugen wir die Gehegehaltung. Entweder im Zimmer wird was abgeteilt oder noch lieber draußen ein Stall mit verbundenem Gehege, dass die Tiere wählen können, ob sie rein oder raus wollen. Ja. Sowas ist uns eigentlich am liebsten. Und wie gesagt, eigentlich geht da es immer mehr dahin, dass wir nur noch in Gehegehaltung vermitteln, weil wir gucken den Leuten nur vor den Kopf und wir können nicht sehen, wenn die Tiere in einem Käfig gehalten werden, haben die auch wirklich 4, 5 Stunden Auslauf oder erzählen uns die Leute das nur. Und da wir immer für das Tier entscheiden, sagen wir dann halt von wegen, wenn halt Interessenten kommen und sagen, ja nun, ich habe aber halt nur einen Zimmerkäfig und mehr möchte ich auch nicht, dann versuchen wir die Leute aufzuklären, dass das nicht so das Ideale für solche Tiere ist, die so einen Bewegungsdrang haben. Aber ein Teil lässt sich belehren, also ein anderer Teil aber auch nicht. Aber wie gesagt, unsere Tiere geben wir dann nicht dorthin. Wir haben auch jetzt im Moment zahlreiche Chinchillas, die wir auch, ein Teil ist aus schlechter Haltung befreit worden, ein Teil stand aber auch bei diesen eisigen Temperaturen jetzt vor unserer Tür. Die versuchen wir auch wirklich nur in Gehege zu vermitteln, weil einfach so eine Zimmervoliere oder so wird diesen Tieren einfach nicht gerecht. Genauso wie Hamster. Also wir geben uns wirklich Mühe, die artgerecht unterzubringen, weil, wie gesagt, meistens kommen gerade Kleintiere aus verdammt schlechten Verhältnissen.
Ja, ich wollte sagen, die werden ja meist im Zimmer gehalten. Ja, werden im Vorbeigehen gekauft und dann im Kinderzimmer irgendwo gehalten. Kind hat kein Interesse mehr. Dann heißt es ja, wenn du dich nicht drum kümmerst, kommt es weg. Und im besten Fall sind weg dann wir. Und im schlechtesten Fall werden sie halt ausgesetzt, so wie jetzt auch vor 2 Wochen am Flaschencontainer. Und es scheint auch Leute teilweise nicht zu stören, auch bei uns die Tiere vor das Tor zu setzen, wenn es regnet und die Tiere wirklich dann patschnass sind. Und wo man sich denkt, ja, mein Gott, warum kommen sie nicht zu den Öffnungszeiten vorbei? Kleintiere lehnen wir auch in den wenigsten Fällen ab. Das ist eine andere Sache wie bei Hunden und Katzen, wo man den Leuten auch sagen kann, ja, wir setzen sie auf eine Warteliste, haben sie ein bisschen Geduld, das kann nicht immer von heute auf morgen sein. Bei den Kleintieren ist uns oft einfach die Gefahr zu groß, dass die Leute dann sagen, ja, dann setzen sie halt in den Wald oder sonst wie. Also. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was passiert dann mit denen, die abgelehnt werden müssen? Gibt es da noch irgendwie Optionen, dass man die woanders unterbringen kann? Also wir raten diesen Leuten immer, die Tiere auch auf unsere Internetseite zu setzen. Also jeder hat hier die Möglichkeit, mit einem Bild, einem aussagekräftigen Text, das auf unsere Internetseite zu setzen. Das läuft eigentlich auch sehr, sehr gut, dass diese Hunde dann vermittelt werden. Wir beraten diese Leute auch, sie können von uns einen Vermittlungsvertrag bekommen, nehmen sie eine kleine Schutzgebühr, auch wenn es nicht viel ist, oder halt klar sich an andere Tierschutzvereine oder Tierheime zu wenden. Aber wir sind teilweise auch nicht die richtige Anlaufstelle für, wenn ein Hund zigmal gebissen hat, oder so. Unsere Mitarbeiter haben nicht die Zeit, sich so ausgiebig mit so einem schwierigen Hund zu befassen. Da sind wir einfach die falsche Anlaufstelle. Da müssen sich die Leute wirklich an erfahrene Hundetrainer wenden, die sich auch die Hunde bei denen zu Hause angucken, wirklich in der Situation, wo es schwierig wird, diesen Hund einfach hier abzustellen im Zwinger. Und das ist einfach nicht der richtige Weg, weil hier, unsere Mitarbeiter haben nicht die Möglichkeit, mit diesen Hunden jetzt ausgiebig zu arbeiten. Und wie gesagt, manche Leute kann man überzeugen, manche aber auch nicht, wo dann der ein oder andere dann doch später hier landet. Weil, wie gesagt, meistens wir nehmen die Hunde auf eine Warteliste und sagen den Leuten halt, es geht nicht immer alles von heute auf morgen. Dann bringen sie das Tier, ja, wie gesagt, wenn wir sie anrufen, in 3, 4 Wochen. Also das machen wir schon. Und bis dato wird das Tier bitte auf unsere Internetseite gesetzt. Aber wie gesagt, manchen Leuten ist selbst das zu viel Arbeit. Okay.